Wir haben ausgelost. Als nächstes kommt der Martin an die Reihe. Martin Enders promovierte zu digitalen Zwillingen am Lehrstuhl für IT-Management an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ist seit Februar, also seit 2 Wochen in diesem Jahr, als Senior Cloud Consultant bei der Firma Arcontech angestellt. Und diese Veränderung seines Arbeitgebers hat ihn gleich mal dazu bewegt, einen brandneuen Science Slam zu entwickeln, der sich mit seinem neuen Arbeitsalltag auseinandersetzt. Und was das mit seinem Chef und digitalen Zwillingen zu tun hat und ob dies eine gute Idee ist, berichtet Martin euch am besten selbst. Lieber Martin, du bist an der Reihe, teil gern deinen Bildschirm und ich gebe dir ein Zeichen, wenn alles passt. Und dann darfst du loslegen. Jetzt passt's. Viel Erfolg und viel Spaß, Martin. Von meiner Seite aus Slam on. Super, vielen Dank. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Enders. Ich bin fränkisch sozialisierter Europäer. Man wird es in dem Vortrag, denke ich, an der einen oder anderen Stelle hören. Nachdem ich den Vortrag von Sophie gesehen habe, bei mir ist auch Design is my passion. Sophie, du musst jetzt mega stark sein. Und ich will euch in meinem Vortrag ein bisschen was über digitale Zwillinge erzählen oder worum es jetzt auf einmal alles zweimal gibt. Wenn ich an Zwillinge denke, habe ich oft so ein Bild im Kopf. Diese beiden Zwillinge hier, die ich mal ausgesucht habe, die arbeiten beide bei der NASA. Und die Leute bei der NASA haben sich gedacht, wir schießen mal den linken Zwilling in den Weltraum. Und wenn er wieder auf der Erde ist, vergleichen wir ihn mit seinem Zwillingsbruder und schauen mal, wie sich so ein Weltraumaufenthalt auf eine Person auswirkt. Und wir sehen, der linke Zwilling hat jetzt einen Schnurrbart bekommen. Also wer im Weltraum war, hat einen Schnurrbart. Und bei digitalen Zwillingen ist es jetzt ganz, ganz ähnlich. Da haben wir auch irgendwie ein reales Objekt, zum Beispiel diesen linken Zwilling. Und der andere Zwilling findet im virtuellen Raum statt. Das ist der digitale Zwilling. Und das ist das, worüber wir heute reden wollen. Und damit sind wir auch schon so beim ersten Learning. Das heißt, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und irgendwer irgendwo digitaler Zwilling sagt, dann schreit ihr sofort: Ja, aber wovon? Weil ohne irgendeinen Dingsbums geht es nicht. Wir brauchen immer irgendeinen Dingsbums, eine Fertigungsanlage, einen Bienenstock oder eine Windkraftanlage. Und Simon hat es ja gerade schon sehr nett anmoderiert. Ich war bis Ende letzten Jahres an der Uni Erlangen-Nürnberg und bin jetzt in dem Unternehmen. Und in dem Unternehmen verwenden wir auch digitale Zwillinge. Und da möchte ich euch heute mal zeigen, wie wir digitale Zwillinge verwenden. Und um euch so eine Idee davon zu geben, was der Kontext ist, starte ich mal mit so einer ganz klassischen, soliden Unternehmenspräsentation. Bei uns im Unternehmen gibt es den Stefan. Der Stefan ist unser Geschäftsführer und die Idee von Stefan war, dass er so eine Horde Cloud Consultants in die Walachei schickt. Die sprechen mal mit Kunden und die sagen dann zum Beispiel: Hallo, möchten Sie ein bisschen IT-Beratung kaufen? Und der Kunde sagt dann natürlich: Oh ja, das wäre prima, wann hätten Sie denn Zeit für ein erstes Gespräch? Und Stefan denkt sich: Nice, aber da geht doch noch mehr mit digitalen Zwillingen. Und ihr denkt euch jetzt natürlich: Haha, Learning Number One, digitaler Zwilling, wovon denn Stefan? Und Stefan sagt: Naja, das ist doch komplett klar. Tada, von dem Cloud Consultant. Und weil Stefan der Meinung war, dass ich ein gutes Dingsbums bin, haben wir uns dazu entschieden, von mir einen digitalen Zwilling zu bauen. Ihr seht hier eine virtuelle Repräsentation von mir, eine digitale Repräsentation. Da kann man schon ein bisschen was sehen. Ihr seht ungefähr, wie ich von vorne aussehe. Klassisches Homeoffice-Outfit, unter der Kamerakante das Hemd abgeschnitten. Das war es dann aber schon. Spannender wird es, wenn wir jetzt an den digitalen Zwilling ein bisschen Daten ranpacken. Wir haben uns mal ganz naiv für Gewicht und Größe entschieden. Ich wiege also 110 Kilo, bin 1,96 Meter groß. Und dann kam auch schon so der erste Plot-Twist, mit dem ich nicht gerechnet habe. Stefan kam ums Eck und dachte sich: Na, ein bisschen zu dick ist er schon. Gut. Und jetzt passiert was. Stefan trifft jetzt seine erste datenbasierte Entscheidung auf Basis von dem digitalen Zwilling, den wir von mir gebaut haben. Und er hat sich was überlegt und kam dann zu mir und hat gesagt: So, bupp, jetzt kriegst du das Fahrrad, mit dem fährst du mal richtig durch die Gegend. Dann kriegen wir das mit dem Gewicht schon in den Griff. Das war aber Stefan nicht genug, hatte gleich die nächste Idee, hat gesagt: Ja, Live-Daten wären cool. Da habe ich mir gedacht: Geil, Fahrrad als Incentive gleich zum Beginn. Live-Daten klingt nach Smartwatch. Nächster Plot-Twist sah wieder ein bisschen anders aus als erwartet. Ich habe hier also meine Smartwatch. Moment, die verbinde ich mal. So. Und wir sehen jetzt,
werden von mir Live-Daten übermittelt. Wir sehen, ich habe einen Puls von 70, meine Blutwerte sind top, weil ich mich hervorragend ernähre. Und Stefan kommt gleich mit der nächsten Idee ums Eck und sagt, was ist mit Forecast? Ich will in die Zukunft gucken. Dann haben wir ein bisschen rum überlegt und gedacht, nur wir als Menschheit, wir wissen ja schon ziemlich viel und wir wissen auch ziemlich viel darüber, wie Cloud Consultants funktionieren. Und bei manchen Sachen wissen wir noch gar nicht, wie sie funktionieren, aber das ist eigentlich egal, weil wir mega viele Daten von mir gesammelt haben, haben die alle in den digitalen Zwilling gepackt und haben damit eine gute Grundlage geschaffen, um mit KI und Machine Learning Technologien Modelle zu trainieren. Und auf Basis dieser Modelle sind wir in der Lage, jetzt einen digitalen Zwilling zu schaffen, der sich in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Und zwar genauso, wie das des Dingsbums, also ich, in der Situation auch machen würde. Und damit es irgendwie nett zu bedienen ist, haben wir für Stefan hier eine coole Oberfläche gebaut. Da kann der mal einstellen, an wie vielen Projekten dieser digitale Zwilling von mir gleichzeitig arbeitet. Und der probiert mal aus, ein Projekt, super, passt. Probier mal aus, zwei Projekte gleichzeitig, passt auch. Probier mal aus, drei Projekte. Denkt sich Stefan schon, interessant, jetzt guckt er ein bisschen sparsam. Und jetzt überlegt sich Stefan so ein bisschen, ich will ja meine Leute effizient einsetzen. Was passiert denn, wenn ich den mal, sagen wir, in 15 Projekten gleichzeitig arbeiten lasse? Und jetzt kommt der coole Moment, weil Stefan kann das mit dem digitalen Zwilling einfach mal ausprobieren. Mit mir könnte er das nicht ausprobieren, würde ich auch gar nicht zulassen, weil ich habe null Bock auf Burnout. Mit dem digitalen Zwilling geht's aber. Also er probiert es, stellt fest, upsie, der digitale Zwilling teilt ihm mit. 15 Projekte gleichzeitig ist in gewissem Umfang suboptimal. Und weil Stefan mega drauf bedacht ist, dass die Leute, die bei ihm arbeiten, ausgewogen sind, dass die fit sind, dass sie Spaß an ihrer Arbeit haben und dass sie in der Lage sind, über einen langen Zeitraum coole Projekte mit unseren Kunden zu machen und fancy Themen voranzutreiben, überlegt sich Stefan, dass er mich immer schön in zwei Projekten gleichzeitig arbeiten lässt. Und sieht dann bei meinem digitalen Zwilling, dass er sich mega freut, gute Laune hat. Und so hat Stefan jetzt über diese verschiedenen Simulationen, die er durchgeführt hat, rausgefunden, wie er mich effizient einsetzen kann. Und wie er auch vermeide, dass ich irgendwann komplett ausgebrannt bin. Damit sind wir jetzt bei meinem zweiten Learning. Wir haben also gesehen, digitale Zwillinge zeigen uns die Vergangenheit von irgendwas auf Basis historischer Daten. Die zeigen uns, was gerade im Moment los ist, Live-Daten. Und die zeigen uns die Zukunft. Und nicht nur eine Zukunft, sondern verschiedene Versionen der Zukunft. Und wichtig, Kombi mit Learning 1, immer von irgendwelchen Dingsbumsen. Also Fertigungsanlage, Bienenkorb, Windkraftanlage. Oder eben von mir. Das ist jetzt alles schön und cool. Und jetzt kam allerdings im Stefan so ein bisschen der Businessmensch durch. Und sagt der Stefan, Moment, was kostet denn das? Und habe ich gedacht, null Problem. Ziehe ich mein BWLer Standardantwort raus, kommt drauf an. Hat mich Stefan aber nicht mit durchkommen lassen. Sagt, ja, aber auf was? Und dann habe ich gesagt, es kommt drauf an, was du willst. Und habe ihm mal gezeigt, was wir so für Optionen haben. Und die erste Version ist so eine Einstiegsversion. Da brauchen wir relativ wenig Ressourcen, da langt uns eine Schatzkiste. Schatzkisten sind die offizielle Währung für digitale Zwillinge. Und mit dieser einen Schatzkiste können wir einen ganz einfachen digitalen Zwilling von mir bauen. Der ist vielleicht geil für Leute, die gerne Minecraft spielen. Man sieht aber noch nicht so wirklich viel. Kann Anwendungsfälle geben, wo das vielleicht okay ist. In den meisten Fällen wird man vielleicht sagen, naja, ein bisschen genauer wollen wir schon wissen. Gehen wir nochmal irgendwie in den Keller und wuchten nochmal zwei Schatzkisten hoch, kriegen dann so eine halbvolle Packung, kriegen hier einen digitalen Zwilling von mir, der schon relativ solid mich abbildet. Ich habe Live-Daten, vielleicht historische Daten. Da könnte Stefan schon mal gucken, wie hat sich denn mein Gewicht über die letzten zwei Wochen entwickelt und sieht dann vielleicht, ah, okay, das geht schon ein bisschen nach unten, fährt er tüchtig Fahrrad, passt. Und wenn einem das immer noch nicht langt, kann man euch sagen, ich will die volle Packung mit KI, fancy, allen Zip und Zap, kostet mich aber halt auch 5 Schatzkisten. Also muss ich richtig, richtig viele Ressourcen reinstecken, um so einen umfassenden, kompletten digitalen Zwilling zu bauen. Und damit sind wir jetzt beim dritten Learning. Wir sind irgendwie in einem Nachhaltigkeitskonflikt. Auf der einen Seite haben wir gesehen, digitale Zwillinge sind super cool, vor allem wenn sie super fancy sind und helfen uns dabei, Ressourcen effizient und nachhaltig einzusetzen. Und auf der anderen Seite haben wir aber gesehen, wir brauchen aber auch eine ganze Menge Ressourcen, um so einen digitalen Zwilling zu bauen.
Und das Knifflige bei digitalen Zwillingen ist jetzt, dass man so Sweet Spots findet. Das heißt, Punkte, an denen man ein mega gutes Verhältnis zwischen dem Aufwand, den man reinsteckt, hat und dem Nutzen, den ein digitaler Zwilling bringt. Das heißt, wir können jetzt so als Gesamtlearning aus dem Vortrag mitnehmen, digitale Zwillinge sind natürlich mega cool. Man kann einfach damit starten, man muss sich am Anfang ein bisschen Gedanken machen und wenn man entsprechende Methoden und Verfahren anwendet, die es gibt, kann man sich gut an den digitalen Zwilling rantasten, der einen sehr gut dabei unterstützt, die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, effizient und nachhaltig einzusetzen und dann viel Freude mit seinen digitalen Zwillingen zu haben. Das war's von mir zum Thema digitale Zwillinge.